Die waren diese Fliege-Heinis. Oh, nö. Hier ausschalten, boom, weg mit dem. Du auch hier, weg mit dir, Dorn. Wie lange heute? Bis 10. Und dann gucke ich die letzten 5 Folgen One Piece, Alter. Gear 5. Let's fucking go. Ja, ich glaube, den Freitag, weil ich werde mal absprechen. Also, meinen Geburtstag feiere ich da auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Wenn dann am Samstag, denke ich mal. Ich weiß noch nicht, ob ich meinen Geburtstag vielleicht mit der Family da feiere. Da muss ich meine Eltern halt fragen. Wahrscheinlich schon, ne? Weil da haben wir halt 2 Games zu zocken, ne? Wir starten erstmal mit Mario schön rein und dann gehen wir in Spider-Man rein. Das ist halt richtig und wichtig, so. Digga, die sind so nervig, ne? Also wirklich, die sind das größte Piece of Shit. Junge, der Peter macht aber auch nicht das, was ich will. Geh hoch, Dornt. Also in 2 Monaten? Ja, halt Oktober, ne? wann halt die Games rauskommen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht streame ich auch erst am nächsten Tag. Ich weiß es nicht. I don't know. Müssen wir mal gucken. Zwölf Stunden Stream, ne, niemals. Ja, nur noch da. Tschüss. So, komm hier, den weg, bomb. Dann den hier, bomb, 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 bomb. Alter, den hat's auch anders weggeletet, Alter. Holy shit. Riker's SKBs are down. Need to deal with Sable's flying monkeys. Zack, haben wir sie. Sehr schön. Yuri. Beide Spiele werden in einem Stream. Also ich werde beide Spiele einmal streamen. Ne, weil, ich glaube, Mario werde ich einfach so für mich durchzocken und dann eine Review auf dem Zweitkanal ganz entspannt machen. Und Spider-Man wird natürlich ein Hauptvideo kommen, ne? Deswegen. Wir werden ja im Stream komplett Alan Wake 2 durchspielen. Das wird halt passieren. Aber wir werden beide Games natürlich in einem Stream anzocken. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Alan Wake. Ich hab so Bock auf Mario, ohne Scheiß. Ich freue mich einfach mal wieder einen Jump'n'Run zu spielen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Jump'n'Run gespielt habe. Und wann ich mal das letzte Mal ein neues Jump'n'Run gespielt habe. Wann war denn das letzte Jump'n'Run, was rauskam? Warum ich Hauptvideo für Mario? Vielleicht mal ja auch ein Hauptvideo. Ja, mal gucken. Ja, weil so viel los ist, weißt du? Und auf meinem Kanal ein Video zu AC Origins und Spider-Man läuft halt einfach besser als Mario. Weißt du, das ist halt so ein Ding. Ich muss gucken. Muss gucken, was das Game halt hergibt. Irgendwie. Alles klar, perfekt. Irgendwie werde ich darüber reden. Irgendwas wird dazu kommen, aber ich weiß noch nicht was. Big Video zu Spider-Man 2. Ja, je nachdem, was das Game halt hergibt, ne? Das kann ich halt im Vorhinein nie sagen. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall über 20 Minuten lang sein wird. So. Warte mal, kann ich eigentlich noch irgendwas anderes machen? Fertigkeiten? Experience. Guck mal, wie viele wir haben, Alter. Hier kann ich auf jeden Fall was machen. Was ist das hier? Verlangsamt die Zeit. Jawohl. Drücke nach dem perfekten Ausmaß. Jawohl. Führer und Bilder 2. Alter, wer schreit? Mein Vater schreit hier einfach jetzt durchs ganze Haus rum, Alter, perfekt. Das hier brauchen wir nicht. Hast du alle Geräte? Was für Geräte? Achso, dann kann man die in die Luft ziehen. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Eine Controller-Rechnung gefunden. Alter, oh Scheiß, ich freue mich, was da gerade los ist. Wegen Stromrechnung.
Oh, Takedowns, okay. Ja. Bruder, wir haben einfach so viel. Viel mehr Fokus, okay. Okay, jetzt sind wir zumindest schon mal ein bisschen stronger. Mein letztes 2D-Jump'n'Run war Tropical Freeze und das ist auch schon 10 Jahre her, Nintendo gibt. Gib mir nur Song, ohne Scheiß. Ja, eben, genau. Ja, das letzte 2D-Ding ist halt legit Tropical Freeze, ja. Wahrscheinlich so das letzte Jump'n'Run war wahrscheinlich Mario Odyssey. So, insgesamt. Das ist, ne? Das ist auch schon 5 Jahre her oder 6 Jahre her. Das ist, Junge. Sonic, ah, stimmt, Sonic. Ja, aber Sonic. MJ, stay back. I don't want to have to rescue you too. Peter, don't be crazy. Wait Jump for help. King. May! May! Here. We're over here. Sonic Frontiers war okay, aber würde ich jetzt nicht so Kategorien wie Mario Odyssey oder Tropical Freeze oder so packen, ne? Da liegen halt ein paar Welten zwischen. Too far. Hold on. Just brace yourselves. Dieses Spiel hat einfach nur, hat so viele Banger-Momente, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott. Go! Go! Miles, come on! Das war Knäppkes. Fast gäbe es gar nicht einen zweiten Spider-Man. Reflexe, Alter. Goddamn. Junge, Miles einfach MVP, Junge. Ich erinnere mich einfach an gar nichts. Und Spider-Man tot, alles vorbei. Miles tot, Peter tot, alle tot. Teil 2 Peter dann Miles, ja, safe irgendwie so. AC hat 1000-mal weniger Inhalt. Ja, Junge. Ja, ich glaube, ich muss sagen, irgendwie, ich glaube Mirage. Mal gucken, wie Mirage wird. Ich glaube, Mirage wird eher so ein bisschen billiger. Aber mal gucken. Everyone is safe. MJ, if it weren't for you and Miles, I would have been. As dead as I would have been the last 2000 mehr Inhalt, ja, das stimmt auch wieder. Pretty sure I still owe you a few. Aber die Momente in Spider-Man sind trotzdem absolut awesome. Hey. I'm sorry I screwed things up. It's just hard being the one who always gets saved, you know? Sometimes I want to do the saving. I'm sorry I made you feel like you couldn't. Ja, Mirage wird auf jeden Fall cool. Always. Hey. Ich glaube, ich werde Spaß mit Mirage haben. Ich glaube, es wird nicht so ein Übergame. Weißt du, was ich meine? Sparkling or flat or spring. Oh ja, mal so ein MVP, ne? Er hat einfach alles. Each. Am I interrupting? No. Und er ist ein Cockblocker. MJ, Ms. Watson and I were just talking strategy. Mit AC ist Animal Crossing gemeint, absolut korrekt. Strange. Animal Crossing Mirage, was jetzt bald rauskommt, das DLC wird absolut sick. Needs our help. All of our help. All right, we'll call the play, coach. Okay. Divide and conquer. Oh, ich freue mich. Ms. Watson, gleich. We need an anti-serum for Devil's Breath. Oscorp's developing something, but there's no way they can keep it safe from Octavius and Lee. We need to find the cure. And protect it. I'll chase down some leads. Miles, you need to be my eyes and ears at Feast. Anything goes wrong, call me. We need to keep that place and the people there safe. All right, you got it. What are you gonna do? Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor.
Hey, wait, how do I call you? I mean, do you have like a cell phone in your pockets or something? Miss Watson can give you my number. Good luck, team. Ich freue mich so auf diese Teamarbeit zwischen Peter und Miles im nächsten Spiel, ne? Junge. Junge. Spider-Man's girlfriend? That'd be so cool. Come on, Sherlock. Show me what you got in this water. Ja, das mit Donkey Kong ist einfach schade. Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? The city feels a little more under control. Miles is watching Feast. Gut, Ladekabel jetzt. Devil's Breath Cure. Time for me to focus on finding Otto. Stopping whatever he has planned. Yuri. Aber Miles hat auch ein eigenes Game. Ja, aber das ist halt alleine. In Spider-Man 2 werden die ja zusammen da sein. Und darauf freue ich mich. Wirklich diese Teamarbeit. Diese kurzen Momente, wo Miles und Peter und Miles Morales zusammen waren, war awesome, Junge. Ich liebe das einfach. Die sind so cool zusammen. Und auch einfach beide, ne, sind beide einfach Spider-Männer, Junge. Es ist einfach, Junge. Und mit Kraven, ich hoffe, Kraven wird sick. Und allein, ach, Junge, allein, dass Harry wiederkommt. Und dann diese Dynamik, ne, dass Miles so irgendwie so ein bisschen eifersüchtig ist, aber auch so, ne, und aber dann kommt Venom dazu, dann haben Miles und MJ haben Schiss, dass Peter von Venom corrupted wird und so. Und, oh, Digga, du kannst halt alles daraus machen, ey, wirklich. Und dass es FSK 16 hat, Junge, der hat ja betapft. Taskmaster. That's sick. Because you keep leaving me tasks? That's kind of on the nose. There's a group of mercenaries. Ist gerade gute Zeit, Gamer zu sein. Gerade sehr, sehr gute Zeit, Gamer zu sein. Mercenaries wouldn't happen to be your mercenaries, would they? No. All I know is they're getting paid. Kommt es dazu, dass in den meisten Videos von dir das Gerudo Valley Fever vorkommt? Besondere Verbindung oder einfach Banger? Einfach Banger. Also besondere Verbindung auch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist so vielleicht mein Lieblingstrack von Zelda insgesamt. Und ich liebe es einfach, ne? Das ist halt absolut sick. So, als ich das erste Mal in der Wüste in Ocarina of Time war und das Ding ist abgegangen, Bro, ich bin auf meinem Leben nicht klargekommen, deswegen ist es einfach in jedem Video drin. Und muss. Dann muss. Musst du die MW3. Ja, warst du eben nicht da? Also ich werde auch ein Video zur MW3 machen, hab ich da eben gesagt. Mario trifft gegen Spider-Man, mal schauen, was mehr Verkäufe sich bringt. Oh, das könnte wirklich interessant werden, ne? Weil beides wird krass laufen. Was besser laufen wird, das könnte interessant werden. Aber das Schöne ist, einfach beides spielen. Einfach beides spielen. Das ist halt das Ding, ich freue mich auf beides gleich viel. Das ist halt so das Schöne, Mann. Das ist einfach das Schöne. Spider-Man, hier to lend a hand. FSK 16 macht es für mich wieder interessanter, not gonna lie. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es macht es einfach interessanter. Es ist einfach, es ist sick. Thought you might need one, officer. You don't know the half of it. Never seen anything like this devil's breath stuff. Forensics is having a hell of a time. News reports say this is where Otto released devil's breath. Mike. Some residue on this sign. Komme ich halt wirklich wieder auf die Schwingmechanik. Ja, und ich bin auch gespannt, wie sie diesen, wie dieser Wingsuit, ne, wie dieser Wingsuit da mit reinpasst und so. Es wird einfach, Junge. Mario wird zu Reese inhaliert. Ich glaube auch, dass ich Mario erstmal als erstes komplett durchballern werde. Weil ich glaube, Mario wird ja jetzt nicht so lange gehen, ne? Und ich glaube, das werde ich auch komplett, das wird, Junge. Es wird einfach geil. Es wird einfach geil. Jetzt kommen so viele Games raus. Ich freue mich auch voll auf Starfield und so. Ne? Vapor Trail heads up that building. Boah, der Starfield Stream wird, glaube ich, richtig. Der Starfield Stream wird, glaube ich, richtig lustig. Ich glaube, am Release Starfield im Stream zu spielen, Junge, das wird, das wird eine Experience. Da, Junge. Ah, schön. Falscher Weg, ist das hier der falsche? Einer von denen ist ja, ne? Bist du sicher?
Was für falscher Weg, Digga. 100, aber 100% richtiger Weg, Junge. Der aber 100% richtiger Weg. Was für, ja. Wie kann man denn so einen richtigen Weg eingeschlagen haben, wie ich es getan habe? Schade. Locker 10 Stunden, maximal 15 ist halt ein 2D-Spiel. Ja, aber es ist gut. Es ist gut. Ich freue mich drauf. Das ist, ne? Hast du Zelda durch? Nee, habe ich nicht. hab ich nicht. Alle sind richtig. Achso. Schade. Must be some way to hit the lights. Ich mache gerade Spider-Man Miles Morales auf 100% alle Achievements. Let's go, Junge. Weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Let there be light. Wow. Was Otto using this as a staging ground? Chaos of the prison break would have been perfect cover to move in. Oh, und was wir auch im Stream was ich mit euch mit im Stream durchballern wollte, ist ja das das Cyberpunk DLC, das kommt ja Ende September. Wie ist das denn bei dem Cyberpunk DLC? Brauche ich dafür einen Spielstand, wo ich durch bin, weil sonst würde ich mir das halt für den PC holen, dass ich das am PC zocken kann. Aber da habe ich halt keinen Spielstand. Aber auf der PlayStation habe ich einen. Muss ich es mir dann für die PlayStation holen, dass ich das spielen kann? Oder wie funktioniert das? Ne, du kannst einfach rein. Also es ist komplett irrelevant, weil dann würde ich es mir für den PC holen. War letztes Mal wieder ein Watch Dogs Legion drin und gar keinen Bock drauf, weil ich habe eine halbe Stunde geladen und dann Ultimate Edition 500. Ach du Scheiße, Junge. Ich weiß nicht, da muss ich mich nochmal erkundigen, wie das so ist bei Cyberpunk. Looks like Otto recorded messages for his crew. Muss ich die abspielen? Max, when you first conveyed your dream to me, I thought. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier, ne? Ich glaube, das hier ist das Richtige. An und dann wissen wir. Nothing happened. Must be a way to get that lamp on. Ja, laut CD Projekt Red kannst du einfach rein. Okay, dann werde ich es mir für den PC holen. Da habe ich sehr viel Bock drauf. There we go. Da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Was geht es in den DLC? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass Idris Elba mitspielt. Ansonsten kann ich es dir nicht sagen. Warum willst du es denn nicht auf der PlayStation spielen? Läuft doch jetzt anscheinend mega gut. Ja, aber ich habe mir Cyberpunk halt jetzt nochmal für den PC geholt, weil ich ja jetzt einen guten PC habe und ich wollte es dann halt einfach auf dem PC nochmal genießen, denn nochmal richtig krass, weißt du? Und deswegen, klar, dann würde ich halt einfach das DLC auch nochmal. Also ich habe ja Cyberpunk einmal durchgespielt auf meiner PlayStation 5, da läuft es wirklich gut. Aber keine Ahnung, vor allem bei Cyberpunk würde ich ja mal ausprobieren, wie das Game so mit Maus und Tastatur ist. Weil ich glaube, das zu Cyberpunk passt das, glaube ich, auch sehr gut. Hidden markings. So. Otto's tasked the villains to destroy Oscorp holdings throughout the city. Lee's going after the Devil's Breath anti-serum. Seems like the last stage of the plan is a direct assault on Oscorp. And most likely, Norman. What's Vulture doing in Times Square? I need to keep my guard up. Neuerung des DLC Phantom Liberty bringt ein neues Stadtviertel zu Night City. Dogtown. Zum ersten Blick heruntergekommene Gebiet hat eine eigene Open World, ein Stadion und auch enge Straßen wird von einem Warlord reagiert. Also wenn das auf dem Niveau ist, wie Blood and Wine von Witcher 3, dann krank. Hast du jemals Assassin's Creed Valhalla durchgezockt? Nee, Valhalla habe ich noch gar nicht gezockt. Ich habe Odyssey und Valhalla habe ich noch gar nicht gezockt, Origins habe ich nicht durchgespielt. Another Oscorp-owned property. Na, Waffel, ich glaube Mario Wonders. Also ich glaube, scheiße wird es nicht. Ich glaube wirklich im allerschlimmsten Falle wird es einfach mehr von demselben. So. Aber ich glaube, also scheiße wird das nicht. Die New Super Mario Bros. Spiele sind ja auch nicht scheiße. Die waren einfach nur zu gleich und sind in einem zu kurzen Zeitraum rausgekommen, so, ne? Und ich glaube, Mario Bros. Wonder wird das schon machen. Ich glaube, es wird einfach ein nice Game. Ich glaube, das wird vor allem, weil, ne, nach 10 Jahren sind wir auch einfach verdurstet und verhungert. So. Hello, Spider-Man. We've never been properly introduced. I'm Otto Octavius. There is no Icarus, is there? No.
Martin needs no assistance to secure the anti-serum. Icarus was a ruse to get you into position. Into position? It was a trap. Nita, listen! So refreshing to work for a man like Octavius! Backup plans for his backup plans! MJ, hey! Pete, are you okay? What's happening? Traffic's rough. Yuri Longfellow says we have Spider-Man. The anti-serum. We need to find Oscorp's Devil's Breath lab before he does. On it right now. Pulling every building permit in the city. If there's a record of the lab, I'll find it. That's great. Okay. Warte für Cyberpunk noch auf dem Switchboard. Kann ich nachvollziehen. Track failed? Softened him up. Time for plan B. Ja, stimmt. Nach dem DSL war es nicht mehr new. Das stimmt. Die Games an sich waren halt nicht scheiße, ne? Aber es war halt alles zugleich. Das muss man ja schon wirklich sagen, ne? So, warte mal. Wie hat man den nochmal besiegt? Einfach drauf, oder? That was almost heartwarming, Electro. You really grew in prison, didn't you? Ja. Waffel hat man W-Take. Da kann man auch nicht gegen argumentieren, ne? Die Games sind halt zu blöd. Ich mag trotzdem jedes von denen. Ich finde, die machen einfach Spaß so, aber. Das ist halt so einfach, da ist COD halt nicht viel besser, ne? Das muss man einfach sagen. Das war halt so das COD von Nintendo. Jetzt ist das COD von Nintendo Pokémon. Ja, es ist so sick, dass man die gleichzeitig bekämpft, ne? Also wirklich ab der Hälfte wird das Game, ist das Game einfach im Overdrive, ne? Dann ist halt... Gotta be honest, liked it better when you two were loners. Und die Grafik, ja man. Alles. Die Inszenierung, alles. A vigor of youth, the wisdom of experience, a fine pairing. Ah shit. Ah shit. Oh, wo ist er? Fuck! Oh, ist not so gut. Ich hab das so schon kaputt, oder? Ist nicht ganz kaputt? Warte, ich treff nicht. So, jetzt sagt er. Komm ich auf Spider-Man 2. Unnormal. Unnormal. Bin so gespannt, was da abgefeiert wird. Dieses Game halt schon feiert schon gefühlt alles ab, so. Junge, guck dir das an! Junge, wie sick ist das? Es ist so. Ja, bam, Junge. He doesn't stand a chance. Shut the fuck up. Was für, Alter? Ich muss aufs Fressbrett, ihr Horde. Hier, guck du auch. Da, hier, komm, zack. Guck mal, Alter. Einfach der teleportierende. Alter, was passiert hier? Bam, 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 bam. He dead, Alter. Ich mal vor, man feiert das nicht. Ja, ja. So. Cringe, wer das hier nicht feiert. Bumm. Ja. Ja, ja, Adrian. Oder Hund. Und bumm. Hier. Was sagst du jetzt, hä? Oh! Next time you're mine.
Mann. Aber die PS5 ist einfach immer noch 550, zu Release waren die 500. Ja, ich habe meine für über 700 gekauft, ne? Also von daher Kopf hoch. What's happening? Außerdem einfach Business machen und dann hast du sie. Mach einfach Business. Zieh einfach Geld an wie ein Magnet. Aber ich habe das Game gerade nochmal für den PC gekauft, obwohl ich das für die PS4 habe. Spider-Man habe ich tatsächlich, das habe ich geschenkt bekommen. Ich habe meinen PC gekauft und die haben mir halt den Key für Spider-Man mitgegeben. Die Ehrenleute. Deswegen also, für die PC-Version habe ich, also die PC-Version für, von Spider-Man hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt geholt, ne? Ich treffe Entscheidungen. Stream verlängern für 5 Folgen, wollen bis im Chat gucken? Nee. Also ich werde wahrscheinlich sogar irgendwie ein paar Minuten früher aufhören, damit ich 5 Folgen One Piece gucken kann. Oh man. W. Dubaro. Ja, ohne Scheiß. Die haben mir ja Spider-Man einfach mit dazugegeben. Need to update Yuri. Yuri, Vulture and Electro are down. 4 to go. I saw. Also noticed a rooftop in Times Square exploded. Wouldn't happen to be related, would it? Nothing gets by you. It was Octavius' staging ground. He's using the villains to pull apart Oscorp. Vulture and Electro were targeting power plants. Scorpion's going after water treatment. Not sure about Rhino yet. Something along the shoreline. Also viel geblecht, ja, True Dead, Alter. Ja, stimmt, die 50 Euro konnten sie mir für das Game auch mal gönnen, Alter. Kurze Frage, wann zockst du mal wieder Watch Dogs Legion? Ich glaube nie wieder in meinem Leben. Ich kann mir nicht vor... Ich wüsste nicht, warum ich Watch Dogs Legion nochmal spielen sollte. Aber ich bin hyped für ein neues Watch Dogs, sag ich dir ganz ehrlich. Neues Watch Dogs, da sehe ich mich. Rip Dalton, ja. Dalton, ja. Also 45 Euro für eine PS5, wie soll ich das wieder in 2 Monaten bekommen? Liebes, dass ich der Einzige im Chat bin, der über Nintendo-Stuff redet. Ja, meine Community hat halt nicht viel mit Nintendo am Hut. Deswegen hat es mich gewundert, dass mein Breath of the Wild Video so gut ankam. Mittlerweile einfach konstante 50 Zuschauer. Junge, let's go, Alter. Let's go. Aber ich sage euch ehrlich, ich weiß, ehrenloser Move, aber ich werde jetzt schon den Stream beenden, weil... Es ist der Gear 5 Hype. Es ist der Gear 5 Hype. Ich habe 5 Folgen zu gucken. Ich muss jetzt in mein Business rein. Und es ist jetzt ganz wichtig. Am Donnerstag. Okay, let's go. Am Donnerstag geht's weiter. Am Donnerstag spielen wir Spider-Man weiter. Vielleicht haben wir irgendwie noch anderen Scheiß und so. Wir lachen über die Leute, die sich den Red Dead Port gekauft haben, ja. Am Donnerstag. Deswegen, Kuss an alle ehrlichen, süßen Hasen hier im Chat. Ich weiß. Leute, seid nicht glücklich. Aber was soll ich machen? Ich muss 5 Folgen gucken. 5 Folgen gucken sich nicht von alleine. Deswegen, heute war wieder sehr, sehr nice. Und deswegen, hau da rein und wir sehen uns dann am Donnerstag. Kuss und skü.